Also ich bin total froh, dass wir hier Viehhaltung nach unseren Vorstellungen hier umsetzen können. Mit der muttergebundenen Kälberaufzucht und der eigenen Milchverarbeitung. Noch während der Ausbildungszeit, da hat Benjamin mir mal so geschrieben, ja, wie viele Kühe willst du eigentlich mal haben? Und was machen wir mit der Milch? Das war wirklich der Beginn von dem Traum, einen eigenen Betrieb zu haben. Wir sind hier in Schömbach im Altenburger Land und das ist in Thüringen. Wir haben einen kleinen Familienbetrieb, sind hier mit unseren drei Kindern und wir halten Rinder. Wir haben 10 Milchkühe und die dazugehörige Nachzucht noch, die wir behalten, bis sie mit 2 bis 3 Jahren geschlachtet werden können. Und wir haben auch Hühner und betreiben den ganzen Futterbau für die Kühe selbst. Ja, als dann das klar war, dass wir einen eigenen Betrieb haben wollen, war dann die nächste Frage, wo soll das eigentlich sein? Dann hatten wir das Gefühl, hier im Osten ist vielleicht der Ökolandbau noch dünner gesät und es gibt mehr Möglichkeiten, auch vielleicht günstigere Möglichkeiten, neu zu beginnen. Und dann sind wir einfach mit dem Auto durch die Landschaft gefahren und haben uns die Dörfer angeguckt. Da gibt es immer wieder leerstehende Höfe und hier und da gefragt, ist er bewohnt, ist er nicht, ist er zu verkaufen, die Nachbarn gefragt. Und irgendwann haben wir den Hof hier in Schömbach gefunden. Ein wesentlicher Punkt in unserer Viehhaltung ist die muttergebundene Kälberaufzucht. Also mir bzw. uns ist es total wichtig, dass dieser Kalb-Kuh-Kontakt stattfinden kann. Und das kann eben nicht stattfinden, wenn ich die Kälber und die Kühe separat habe. Auch wenn ich dann zur Stallzeit die Kälber bei der Kuh trinken lasse, dann habe ich trotzdem nicht diesen Kontakt, den freien Kontakt zwischen Kuh und Kalb. Und das ist mir so wichtig, weil die Kälber erzogen werden durch die Kühe. Die kriegen erstens den Zaun, was für uns praktisch ist, gezeigt. Und werden aber auch um Charakter erzogen und einfach, dass sie in die Schranken gewiesen werden auch. Außerdem gibt es immer so schöne Schmusereien zwischen Kalb und Kuh. Das muss einfach sein. Das darf man irgendwie denen nicht nehmen. Dann ganz klar war, dass wir die Milch selber hier am Hof verarbeiten werden. Also wir haben eben in der Ausbildung und auch danach auf den Albsommern die Milchverarbeitung gelernt. Und das ist klar, dass wir das also hier auch machen. Unser Betrieb ist ja im Aufbau, ist im Wachstum. Und so war das, dass wir immer die Augen und Ohren offen hielten, ist vielleicht irgendwo eine neue Fläche noch zu bekommen, noch ein Stück Wiese, noch ein Acker, weil wir uns gerne schon noch vergrößern wollten. Wir hatten ja 5 Milchkühe. Dann kam diese Kundin mit der Information, ja, dort wäre Acker zu verkaufen. Diese Ackerfläche ist in unmittelbarer Nähe zu uns, also zwar im Nachbardorf, aber das sind 900 Meter Luftlinie. Und da war mir klar, so eine Chance bietet sich so schnell nicht wieder, dass Ackerfläche in unmittelbarer Nähe verkauft wird. Etwas später hat sich herausgestellt, dass zu der Wiese auch noch 15 Hektar Acker gehören, die ebenfalls verkauft werden sollten. Da wir aber gar keinen Ackerbau betreiben können zurzeit, mussten wir jemanden finden, der den Ackerbau übernimmt. Somit sind wir dann mit dem Giedehof zusammengekommen. Ich konnte der Kundin auch so frei heraus sagen, wir wollen alles, nicht nur die 2,5 Hektar Grünland, sondern wir wollen alles, obwohl ich weiß, dass wir das nicht bezahlen können. Und es kam daher, dass ich schon vorher von Kulturland gehört hatte, erfahren hatte, dass es diese Genossenschaft gibt, die Land kauft für Ökobauern. Die Kulturlandgenossenschaft hilft Biobäuerinnen und Biobauern bei der Sicherung ihrer Anbauflächen. Wir haben uns gegründet, um Genossenschaftsanteile von Menschen einzusammeln, die Höfe unterstützen wollen, die in der Region produzieren. Wir kaufen Flächen aus Genossenschaftsanteilen, aus der Beteiligung der Menschen um den Hof herum und stellen sie dann den Bauern, Bäuerinnen dauerhaft eigentumsähnlich zur Verfügung. Man kann sich bei uns beteiligen mit einem Genossenschaftsanteil à 500 €.
Das ist keine Spende, sondern es ist eine Beteiligung an der Genossenschaft, die kündbar ist. 5 Jahre muss man drinbleiben, dann kann man jährlich seine Anteile wieder kündigen und bekommt sie 1:1 wieder ausgezahlt. In 15 Jahren haben wir hier einen wunderschön sanierten Hof mit einer Hofkäserei, einem Hofcafé, Hofladen. Freitag, Samstag florieren hier die Gäste auf unserem Hof. Auf unseren Wiesen wird es so aussehen, dass wir eine Baumfeldwirtschaft haben, also viele Baumreihen zwischen auf der Wiese und auf dem Acker. Dazwischen werden unsere Kühe grasen im Holistic Weidemanagement.